Dschungelfieber beim perfekten Promi-Dinner. Vor allem Georgina kocht, aber eher vor Wut. Denn Fionas böses Gastgeschenk bringt sie auf die Palme. Sie hat mir gestern ein Samsbuch mitgebracht. Olivia und Arno sitzen gerade bei ihm beim Dinner und ich bin hier auf dem roten Teppich, weil ich keinen Bock auf sie habe. Auweia, ein Samsbuch? Na, da fragen wir doch gleich bei Fiona nach. Ich habe ja einen Sams mit den, also besser gesagt, die besten Sprüche des Sams, ne? Das ist natürlich was anderes wie das Samsbuch, ne? Dann war es halt so, dass ich das mit einem netten Spruch versehen habe und dann noch zugeschrieben habe, so irgendwie, nehmen wir das jetzt nicht böse, sondern nimm das mit dem Augenzwinkern. Ich freue mich auf den schönen Abend und nimm das als kleine Erinnerung mit an unsere schöne Zeit auch irgendwie. Irgendwie findet das Georgina aber nicht so lustig. Und schwupps wetzen die beiden wieder die Messer. Der Krieg geht weiter. Nee, nicht der Krieg, aber sie musste mich, sie provoziert mich halt immer. Und das brauche ich mir nicht geben. Doch, doch. Denn letztlich wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mit 2,5 Stunden Verspätung schneidet Rotschopf Georgina dann doch bei der etwas verwunderten Fiona rein. Wenn man dicke Eier hat, ja, dann soll man sie auch zeigen irgendwie. Und dann soll man sagen, weißt du was, ich gehe hier über einen roten Teppich mit einem Pelzmantel und sage, ich schwänze Fionas Dinner. Aber dann nicht im Nachhinein kommen und sagen, ach, Entschuldigung, ich war beim Friseur. Beim Friseur, herrlich. Das verspricht ein spannendes Kochduell zu werden. Oh, muss Liebe schön sein. Carsten Spengemann ist bis über beide Ohren verliebt. Die neue Frau an seiner Seite ist Isabella Beate Bittner. Hat der ehemalige DSDS-Moderator jetzt etwa die Liebe fürs Leben gefunden? Ich habe vom ersten Moment an Schmetterlinge im Bauch. Diese Schmetterlinge habe ich auch immer noch. Ich habe immer gesagt, ich bin Wok. So. Und irgendwie muss ich jetzt feststellen, ich bin doch ein Topf. Also für mich gibt es einen Deckel. Ich habe meinen Deckel gefunden. Na, das klingt ja ganz schön ernst. Vielleicht sogar, als könne bald schon eine Hochzeit anstehen? Die verliebten Turteltauben sind übrigens seit September ein Paar. Klare Richtung, da will Kanye West doch tatsächlich seine Tochter North nennen. Ja, richtig gehört, damit sie mit seinem Nachnamen wie die Himmelsrichtung Northwest heißt. Oh je, gut nur, dass da seine Kugelrunde Kim noch ein Wörtchen mitzureden hat. Die wird wahrscheinlich einen Vornamen mit K bevorzugen. Das hat im Hause Kardashian nämlich lange Tradition. Im Juli soll die Kleine das Licht der Welt erblicken. Hoffentlich fällt Kim und Kanye bis dahin ein besserer Name ein. Und dazu zählen wir mal nicht Süden, Osten oder Westen. DSDS Daniele treibt's ganz schön bunt. Kunterbunt, um genau zu sein. Der 17-Jährige zeigt sich wieder mit Regenbogenfriese. Also ich habe vor kurzem gemerkt, ohne meine bunten Haare bin ich nicht Daniele. Und dann habe ich mir gesagt, ich muss sie wieder bunt machen und das wird jetzt wieder so bleiben. Ach ja, zurück zu den Wurzeln. Wir finden den Sänger mit neonbunten Haaren einfach top. Vielleicht auch ein klitzekleines bisschen, weil Daniele jetzt so wunderbar zu unserem Mikro passt.